Wir gucken uns jetzt das Steak-Video von Adi noch an. Ich muss das nochmal ganz kurz draufgehen. Moin Leute. Adi Totoro hat mich gefragt, hier ist die Lösung des Steak-Skandal-Chat. Jetzt werden wir es herausfinden. Zuerst die Corona-Pandemie, dann der Ukraine-Krieg und jetzt der legendäre Steak-Skandal von Hamburg. Dieser Vergleich war natürlich ein Witz, aber wir müssen das Ganze investigativ und journalistisch aufarbeiten. Und bevor jetzt irgendwelche Leute kommentieren, oh, dieses Video ist wie Ludwig, ich mache dieses Video in diesem Stil mit diesen Tabs, weil es einfach passt. Und ich werde in diesem Video erklären, was passiert ist und aufklären, wer nicht bezahlt hat, denn... Ich war ja selbst vor Ort, Chat. Ich war ja selbst vor Ort und ich habe meine Rechnung heute gepostet. Wir haben gestern drüber gesprochen, jetzt wird sich herausstellen, wer hier bei Among Us wirklich gesnitcht hat. Wer ist der Imposter? Ich habe eine kleine Paint-Darstellung gemacht. Gestern hat er mich noch gefragt, Bro, wen habe ich hier vergessen? Wer fehlt hier noch? Und ja, 50 Steaks waren es nicht, es waren glaube ich 35 Steaks. Wir gehen rein. An Personen, ich habe Informationen, die ihr nicht habt. Deshalb würde ich sagen, rein ins Video. Digga, was für ein dummes Video. Auf jeden Fall, für die Leute, die nicht mitbekommen haben, was passiert ist. Vor ein paar Tagen war das Red Bull Game Boy Royale Event in Hamburg. Das war so ein Dodgeball-Event. Sehr, sehr geiles Event, by the way. Grüße gehen raus an mein Team Revi. Wir haben das Ding gerockt. Danach haben wir gedacht, yo, komm, wir gehen essen. Ich glaube, es war die Idee von Inscope und so. Ich weiß auch nicht genau. Auf jeden Fall wollten wir essen gehen. Es wurden dann immer mehr Leute und dann ging... Hört auf, wieder zu schreiben, Phoebe und so. Chat, ich glaube, Phoebe war doch gar nicht dabei. Wo ist denn hier Phoebe? Die ist ja gar nicht hier. Phoebe war ja gar nicht da. Phoebe war ja nicht da, oder? Also, hä? Hört doch auf, das immer zu schreiben, ihr Ekelhaften, wirklich. Für circa, ich denke, 38 Personen waren es. Circa, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber komm, wir bestellen einfach 50 Steaks. 35 Steaks. Haben wir gemacht und was passiert, wenn man mit so vielen Leuten essen geht und Phoebe ist doch kein Fleisch, sie ist Vegetarierin. Alle das Essen einzeln bezahlen, obviously, es bleibt was übrig. Eli war der Letzte, er war an der Kasse und dann ist das hier passiert. Hin, sagt der Typ so zu mir, seid ihr die Letzten? Ich so, ja, ja. Er sagt so, ja, na gut, hier sind noch 15 Steaks offen. Geistig. Wie? 15. Code ELI100 für gratis Lebensmittel. Auch mal schlau sein. Steaks? Wir hatten 5. Ein Steak, by the way, kostete, glaube ich, 50 Euro. Also ja, war nicht günstig. Ja, ja. Also, ja, ja, nee, hier sind noch 15 Steaks, ein paar Beilagen, ein paar Getränke sind hier noch offen. Ich sag so, okay, wie viel ist es denn? Er sagt, 1500 Euro sind noch offen. Oder wie man in der Schweiz sagt, halber Tageslohn. Die 1500 Euro. Er sagt so, ja, also es tut mir leid und so, hier sind noch 1500 Euro offen. Da meinte er so, soll ich die anrufen, dass sie herkommt? Ich so, nein, so scheiß drauf. So geil, aber, dass Adi das gemacht hat. Was ist, da habe ich mir das so angeguckt. So geil. Ja, da haben 10 Leute ihr Steak nicht bezahlt. Ja, und das, weißt du, es kann ja passieren, meine Pommes. Ja. Sind aber 15 Steaks und ein paar Beilagen 1500 Euro wert. Ja, das muss ja jeder selber wissen. Wir waren halt bei einem teuren Steakhouse essen so, bei Mash, und das kostet halt einfach viel Geld so. Ich fand das jetzt auch nicht unfassbar krass, das Essen da so. Es war lecker, aber ich bin auch nicht so der Type of Guy, der so teuer essen geht eigentlich so. Aber ja, war halt so teuer, war halt so spontan, ne, ist halt so. Oder meine Cola nicht anzugeben so, das vergisst du. Digga, da gab's Sachen, da gab einfach 10 Leute, haben einfach ihr Steak nicht bezahlt. Da haben Adam hat eben mit einem Anwalt über das Thema gesprochen, ich glaub's nicht mehr. Chat, es wird immer wilder hier. Gib mir den News, gib mir die Scheiße rein hier, Chat, ich will alles wissen. Ganz viele ihre, keine Ahnung, manche hatten auch irgendwie Pommes oder Vorspeise oder weiß nicht was. Okay, dieses Video hat das ganze Thema so ein bisschen breit bekannt gemacht. Ich glaube, Eli hatte das auch in seinem Vlog drin, zeige ich nachher noch. Aber dieser Clip auf TikTok hat das ganze Thema irgendwie so bekannt gemacht. Ich habe es auch durch dieses Video erst mitbekommen. Aber abgesehen, dass Ron Bielecki diese 1500 Euro einfach pissen würde, richtig, hat es natürlich absolut gekracht. Ja, aber Chat, guck mal, also 50 Euro das Steak mal 15 sind 750 Euro. Ja, die Beilagen sind auch todesteuer gewesen. Plus noch Getränke, die nicht bezahlt worden sind und so weiter und so fort. Also das war schon viel, was da offen war. Ne, das war schon viel. Dacht und Leute haben unter diesem TikTok kommentiert, Phoebe... Rechtlich hätte er nicht bezahlen müssen. Ja, aber Quatsch, weil das bleibt uns bei den Kellnern hängen, wisst ihr? War wieder mal da, wo Hype ist, aber zahlen tut die nicht. Und locker dieser Adi Toro und so weiter mit 6.000... Hanipo meinte, dass der Tisch von Amar sein könnte. Ich bin halt als einer der Ersten gegangen. Ich bin, glaube ich, als Zweiter habe ich bezahlt. Hinter mir stand AJ, der Tätowierer von Mom, I'm Sorry. Der hat auf jeden Fall bezahlt. Und vor mir war noch wer anders, der bezahlt hat. Dena macht gleich einen Livestream zum Steak-Skandal, Digga. Dena macht einen Livestream. Was ist denn los? 2023, Digga, es ist ein Fiebertraum. Dena macht einen Livestream. Junge! Likes. Und durch diesen Kommentar bin ich ein bisschen in dieses Thema reingeraten, weil... Eli musste auch nur noch 1000 von den anderen bezahlen. 500 waren von seinem Tisch.
Good point, wichtig. Also Eli hat so 750 Euro Steaks gehabt und 250 Euro Beilagen. Das kommt hin bei den Preisen, das passt. Und da sage ich ganz ehrlich, hat es irgendwie mein Ego ein bisschen getriggert, dass Leute das einfach irgendwie so kommentieren. Erstens heißt der Random User und Aditoro, der kann meinen Namen nicht mehr richtig Phoebe war nicht da. Ausschreiben. Aber Phoebe war wieder da, wo der Hype ist, aber nichts zahlen, tut ihr nicht. Es ist so ekelhaft, wie Leute das denken, Digga. Phoebe war nicht da. What the f***? Und Adi hat auch gezahlt. Ist natürlich dumm, wenn einfach... Das geht in den Geschichtsbücher ein, Chat. ...irgendwelche random Namen in den Raum geworfen werden. Phoebe hat dann darauf geantwortet, ich war nicht mal dort essen und ich esse nicht mal Fleisch. Ja, what the f***? Wie dumm. Also komplett dumm. Die war nicht mal da, die isst nicht mal Fleisch. Von dem her komplett dumm, dass irgendwelche Namen in den Raum geworfen wurden. Aber das Ganze dann vor Ort aus bei Eli, dass er das, als er das realisiert hatte. Kracht, halte ich auch fest. Nee, Pumpe. Wir sind die Letzten gewesen. Jeder sollte einzeln zahlen. Unsere Rechnung hat so 500 gekostet. Wie viel ist übrig geblieben mit meiner und deren Rechnung? Und was ich bezahlt habe? 1000. 1500 Euro waren hier noch offen und wir haben vielleicht unser Tisch, wir waren zu fünft, hat vielleicht so 500 gekostet. Ja, unser Tisch, wir waren zu viert, hat 420 gekostet. So, es kommt hin. Ihr seid Arschgesichter, wenn ihr das seht, die nicht ihre Preise angegeben haben. Sag es nochmal. Du bist auch in der Tat der Einzige, dessen Videos ich geguckt habe. Sehr gut, alle anderen. Schade, das hat er zu mir auch gesagt, aber okay. Das ist Quatsch gewesen. Hey. Ich habe genau 420 gemacht wegen Trinkgeld. Ich war auch da und ich mache ab und zu auch sehr, sehr coole Videos auf dieser Plattform. So sah das auf jeden Fall aus und danach hat's gekracht. Alle haben sich auf... Warum berichtet die Bild-Zeitung nicht darüber? Gemeldet, alle haben gesagt, oder viele Leute haben den Beleg gepostet, viele haben was dazu gesagt, zum Beispiel Amar. Der hat geschrieben, wenn Leute sich immer einzecken auf freundlich tun, aber dann die Rechnung immer dodgen, dann sind das Opfer, egal wie viel oder wenig man verdient. Also das hat Trimax auf Mykonos dreimal gemacht. Also das will ich jetzt hier nochmal ganz kurz sagen. Trimax hat auf Mykonos das dreimal gemacht. Aber es war auch irgendwie lustig. Aber trotzdem hat er es dreimal gemacht. Dann geh nicht aus, wenn du kein Geld hast. Habe ich früher nicht anders gemacht, war 2 Wochen immer zu Hause, weil ich kein Geld hatte. Mich hat das Ganze auch getriggert, weil der eine Kommentar sagt, er ist weggeschwommen, aber wegschwimmen hat halt Stil, wisst ihr, was ich meine? Mit Schlüsselbeinbruch einfach wegzuschwimmen, das hat Stil. Trimax hat's gecheckt, doch, er ist weggeschwommen vor der Rechnung. Das war aber witzig, das war lustig, wisst ihr, was ich meine? Bei Trimax war lustig, das war ein Skill. Aber hier ist ekelhaft, macht man nicht. 6000 Likes hat und ich habe mir dann so gedacht, hat irgendjemand meinen Namen erwähnt? Und jeder wusste es, ja, und wir haben das Geld auch später von ihm noch bekommen, so, ne, wisst ihr? Auf jeden Fall habe ich dann auch einen Tweet abgesetzt, der, muss ich sagen, schon ein bisschen toxisch auch war, aber irgendwie im Moment und so hat mich das Ganze ein bisschen getriggert. Ich habe geschrieben, um kurz ein Wort zu diesem Thema zu verlieren. Finde es auch sehr wack, wenn Leute das Essen nicht bezahlen. Wenn dann aber Leute sowas kommentieren, kratzt das dann noch ein bisschen mehr an mir. Hier ist dieser Kommentar unten. Sowohl Hanna, Milo und ich haben alles bezahlt, plus noch mehrere Beilagen. Und wenn das Restaurant falsch berechnet hat, kommt nicht hin. Ich würde dem Restaurant da keine Schuld geben, weil bei der Anzahl an Leuten, die wir waren und bei 35 Steaks, kommt das sehr gut hin und es hatte jeder Steak. Ich habe das gesehen. Also es war so, wir sind dahin und Nico meinte so, ey, ihr müsst vorher alle bestellen und so bla 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 bla. Also ich glaube nicht, dass es ein Fehler beim Restaurant gewesen ist. Es war so mäßig, ja, wir bestellen jetzt so und so viele Steaks, wie viele Leute sind wir? Und jeder, der kommt, isst halt Steak plus Beilagen, weil das Restaurant jetzt nicht 20 verschiedene Gerichte noch irgendwie um 10:30 machen konnte. So. Steak war 50 Euro, 35 waren es, 38 Personen, 40 Personen maximal, 3, die vielleicht kein Steak gegessen haben, das kommt schon hin, doch. Weiß nicht, wer das in dem Stream gesagt hat oder ob Leute einfach davon ausgehen, dass TikToker ihre Rechnungen nicht bezahlen. Geht mir hier gar nicht ums Geld, aber trotzdem scheiße, wenn einfach gegen einen geschossen. Max, sein Bruder hat schon gesagt, dass er nicht bezahlt hat und sich entschuldigt. Max' Bruder war sehr besoffen und Niki hat sich ja schon so geäußert. Also, aber Niki hat ja nicht 15 Steaks gegessen. Wird ohne irgendein. Oder 10. Ich glaube, es sind 10 Steaks, die offen waren. 10 Steaks, die nicht bezahlt worden sind, plus eine Menge Beilagen und Getränke. Ich denke mal, das ist es. Ein Grund. Geht auch nicht nur um mich. Der Anwalt bei Adam hat gesagt, Mark Eggers muss zahlen. Hä? Mark Eggers war im Bett, der war gar nicht da, glaube ich, oder? Zum Beispiel auch um Phoebe, die zum Beispiel nicht mal da war, aber Leute denken, dass sie nicht bezahlt hat. Unten, by the way, noch der Screenshot für die Leute, die es nicht glauben. Kussi und einen schönen Tag. Mark Eggers war wohl da. Doch, der war da. Ich glaube, den Tweet gar nicht. Mark Eggers hat die Bestellung aufgegeben. Ah, okay. Stimmt. Eingeblendet. Hier ist der Tweet. Null. Genau, hier ist der Beleg. 75 Franken, das sind 76 Euro habe ich bezahlt. Ist also nicht günstig. Und Hanky, auch ein Streamer, den kennt ihr wahrscheinlich, der hat dann gepostet, einmal zur Steakhouse-Thematik von meiner Seite aus. AJ, das ist, glaube ich... Ja, AJ ist der Tätowierer, genau. Kollege, der stand hinter mir. Von unsympathisch. Und von Isa, genau, der, ja. Glaube ich, der war dort. AJ hat für uns übernommen. Wer auch immer da einfach durchgezogen ist, sehr uncool. Hoffe, das klärt sich noch alles. Waren sehr viele dabei und sehr unübersichtlich. Maybe, vielleicht nicht. Mark Eggers hat einfach 10 Steaks gegessen, so muss es gewesen sein. Ich mal böswillig. Und was, wenn ein Zuschauer auf euren Namen stellt hat, geht nicht. Restaurant war leer, wir waren unter uns. So. Und jetzt
müssen wir das Ganze aufklären. Denn ich habe das ganze Restaurant, wie wir dort gesessen sind, in Paint nachgezeichnet. Lass mich kurz drüber schauen. Stimmt. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Diesen Table hier oben, da kannte ich die Leute nicht. Das waren so Amars People, hier die kannte ich nicht. Den habe ich komplett übernommen. Das stimmt und das stimmt auch soweit. Die 3X kann ich jetzt auch nicht rekonstruieren. Ich habe mehrere Leute gefragt. Ich habe Niki gefragt. Ich habe Alvaro, der Geschäftspartner von Trimax, gefragt. Alvaro hat natürlich bezahlt. Ich habe gestern auch so aus Joke gesagt, Alvaro hat nicht bezahlt. Alvaro hat bezahlt. Revi habe ich gefragt und ich habe es mal das, was neue Among Us Update ist insane. Wir wussten, ja, ja, hinbekommen. Die X sind Leute, die ich nicht kenne. Okay, wir haben 50 Steaks bestellt. Wir waren circa 38 Leute. Eli hat gesagt, 5 Leute am Tisch. Ja, die waren 5, 6. Also das kommt schon hin. Das kommt schon hin. Der Tisch von Eli stimmt so, ja. Bitte? Okay, ganz kurzer Einschub. Ich habe da eine Fehlinformation in meinem Investigativjournalismus drin. Es sind nicht 50 Steaks, es waren tatsächlich nur 35 Steaks. Ich dachte, wir haben 35 Steaks bestellt und dann sind die Leute nachbekommen und dann haben wir noch... Waren diese TikTok am unteren Tisch? Ich weiß nicht, was für Leute das da waren. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen, wer das war. Mal 15 bestellt, habe ich irgendwo gehört, aber anscheinend... Aber die Sitzordnung passt. Spendi saß nur drüber am anderen Tisch, genau. Da hat mir Niki gerade gesagt, waren das nur 35 Steaks? Ich bin mir ziemlich, ziemlich sicher, dass wir nicht nochmal nachbestellt haben, weil wir schon 2 oder 3 Mal nachbestellt haben. Und weil es dann auch nicht mehr ging. Und dann werden die paar Steaks ja auch später gekommen als die anderen. Aber die erste Bestellung war zu 1000% 35. Da hat Marc ja auch versteigert. 35, wer bietet mehr und so. Ja, auch den besten Investigativjournalisten können mal Fehler passieren. Behaltet es im Kopf für den Rest vom Video. Und das war die Sitzordnung. Und ich werde jetzt Leute für Leute durchgehen und gucken, wer bezahlt hat. Tisch Eli wurde von Eli bezahlt. All diese Leute sind raus. Ja. Können wir grün machen. Zap, zerab. Dann, Milo hat bezahlt. Vor Milo hat Stylus bezahlt. Das hat Milo mir auf WhatsApp, WhatsApp geschrieben. Mhm. Leon, das ist der Fotograf, der immer so geile Bilder macht bei den ganzen Events, hat auch bezahlt. Revi hat für den ganzen Tisch hier bezahlt. Das heißt, auf Ehre, auf Ehre. Witzigerweise, ey, Leute, ich habe richtig Lachkick bekommen. Ich habe richtig Lachkick bekommen mit Sydney, pass mal auf. Sydney, ich schwöre dir, ich habe wirklich krank gelacht. Also da muss ich sagen, da habe ich wirklich Lachkick bekommen. Ich habe es ja sogar retweetet, so Leute dachten, wie das war. Ernst so. Dann schreibt so, Revi hat nicht bezahlt, ich retweete. Dann schreibt einer, ist das ernst gemeint? Sydney schreibt, nö. Dann schreibt Noah Z, ich kann bestätigen, dass Revi unseren Vierertisch bezahlt hat. Und dann schreibt Sydney, Revi hat Noah gehackt, Digga. Ich hab so abgekackt. Ich hab richtig laut im Bett gelacht, Digga. Revi hat Noah gehackt. So muss es gewesen sein. So muss es gewesen sein. So muss es gewesen sein. 8 Immobilien-Typ lässt eine 1,60 großen Zahlen. War also klar, Digga, die Reichsten wollen immer nichts zahlen. Geil, geil. Das heißt, die haben auch bezahlt. AJ Avenue hat eben diese, wo sind sie? Diese 650 Euro bezahlt, das heißt, ich gehe mal davon aus, der hat für, weil die hier beieinander saßen und Hanky hat es gepostet, für Hanky bezahlt, für sich selber bezahlt, höchstwahrscheinlich für Murat bezahlt und für diese Person hier bezahlt. Mhm. Nova hat für sich und gegenüber bezahlt, genau. Ich weiß nicht, ob Nova und die Person X hier noch dabei sind. Nein, die sind separat, aber Nova hat für dir bezahlt. Hanna und Adi sind auch raus, Dena, Carsten und Adam. Kann aber sein. Dann, Hanna hat bezahlt, die hat vor mir bezahlt. Ich habe bezahlt. Carsten, weiß ich nicht, ob er bezahlt hat. Okay, Adam, Skyland TV, weiß ich auch nicht, ob er bezahlt hat. Was hat Carsten gesagt, Chat? Was hat Carsten gesagt? Ach, Adam. Adam hatte einen Salat. Er ist raus. Stimmt, Adam hatte einen Salat. Adam hat gar kein Steak gehabt. Dena weiß ich auch nicht, ob er bezahlt hat, aber es ist Dena. Nicer Dude, deshalb gehe ich einfach mal davon aus, dass er bezahlt hat. Dann gibt es hier noch einen Tisch von Tom und Yannick. Die sind, glaube ich, von Rabona, dem Management von Eli. Mhm. Ich glaube, die sind auch außen vor. Weiß ich nicht, ob die bezahlt haben. Alvaro, der Geschäftspartner von... Nova meinte auch AJ, genau. Meinte AJ hat auch... Okay, dann sind die auch raus, Nova und die Person hier. Von Trimax und Amar, der hat für Alexa, Nico und Mark bezahlt. Richtig. Genau. Das sind die Leute, bei denen ich fix weiß, dass gezahlt wurde. Nico Pilger und Phil... Ah nee, Spendi ist früher abgehauen, weil der müde war. Ich weiß nicht, ob er bezahlt hat. Und die Amar fehlt. Amar hat aber, glaube ich, bezahlt. Amar saß hier an dem Table hier unten. Hier. Und, ja, warte mal, Chat, wir machen jetzt mal Folgendes. Ich war ja da. Ich kann ja mal kurz sagen. Pass mal auf, so. Also, die können wir auch rausmachen. Hier Nova und den. Adam können wir auch rausnehmen. Niki ist der Wirt. Niki. Wir haben hier schon mal einen Imposter. Niki hat schon mal nicht bezahlt. Adam hat bezahlt. Bei Carsten. So, und dann gehen wir jetzt mal hin, Chat. Da gehen wir jetzt mal hin. Pass mal auf. Ich bin ja nicht dumm. Ich rufe jetzt einfach mal an, weil ich habe sie ja, die Nummern von allen. Ja, bitte. Carsten, ich muss jetzt wissen, ob du dein Steak bezahlt hast. Was muss ich? Hast du dein Steak bezahlt? Ja, natürlich. Hast du den Beleg? Ich habe sogar gepostet. Ja, auf Twitter. Hast du nur für dich bezahlt? Ich habe für mich bezahlt. Hat Dena bezahlt? Achso, Adam hat, ich weiß nur, dass Adam bezahlt hat. Ja. Aber der hat nur einen Salat gehabt. Ja.
und halt Alvaro bzw. Marc für 4 Personen. Alles klar, danke dir, Carsten. Ciao. Ciao, ciao. Okay, Carsten können wir auch rausnehmen. Und ich glaube, dass die zwei hier auch bezahlt haben, to be honest. Ich glaube, dass die auch bezahlt haben, Chat. Jetzt ist aber eins. Hier, dieser Tisch hier. Dieser Tisch. Keiner kannte ihn. Keiner kannte ihn. Ich glaube, wir haben den Wirt. Ich glaube, wir haben ihn. Wir gucken mal hier weiter im Video. Amar ist nach mir gegangen, glaube ich. Ich glaube, Amar hat aber bezahlt. Amar ist nicht so jemand, der Rechnung dodgt. Macht er nicht. Die Personen hier, die gehören, glaube ich, zum Management von Unsympathisch und so. Genau, bei denen weiß ich auch nicht, wer bezahlt hat. Es gibt nochmal ein Update. Ich saß hier gerade am PC und habe von Spendi die Nachricht bekommen, dass Pilger und Phil, die dort neben ihm saßen, bezahlt haben. Okay? Mhm, okay, das heißt, wir können hier die hier auch einmal rausstreichen. Wer saß denn nochmal hier? Ah, das finden wir doch heraus, Chat. Das finden wir doch heraus. Oh, Digga, geil. Das finden wir doch heraus, denn ich habe ja da auch gefilmt. So, wartet mal hier, guck mal. Das müsste doch daneben Alexa hier oben links sein. Da sitzt gerade niemand. Warte mal. Gib mal wieder einen Kuchen für den jungen Mann. Wir freuen uns. Das war der, da ist Sydney. So, wartet, wartet. Da sitzt Alexa, da ist keiner. Die haben bezahlt und die beiden hier auch. Da sitzt gar keiner. Wer ist das? Wer ist das, Digga? Wer ist das hier links neben Alexa? Ich muss kurz Alexa anrufen und fragen, wer neben ihr saß. Ich will es jetzt wissen, Chat. Ich will es jetzt wissen. Ich löse den Fall jetzt hier. Adi hat gute Vorarbeit geleistet, aber ich werde jetzt herausfinden, wer neben Alexa saß. Hey, ob die jetzt dran geht, weiß ich gar nicht. 22:45, ne? Scheiße, wie finde ich das jetzt raus? Nico fragen. Nico könnte wissen. Nico muss rangehen. Ich will es wissen. Ich muss wissen. Nein, nein, nein. Wir wurden nicht vom Restaurant abgezockt, Chat. Das dürft ihr nicht sagen, sowas. Okay, ich warte mal, bis Nico sich gleich zurückmeldet, wenn er gerade streamt. Ich habe hier die Rechnung von Carsten bekommen. 63 Euro, Mash Hamburg. Carsten ist geklärt. Okay. Na gut, wir gucken erstmal weiter hier, Chat. Wir gucken erstmal weiter. Die Frage ist, wer sitzt da? Wir haben bezahlt. Deshalb fein raus. Und dieser Tisch hier unten, weiß ich leider nicht, wer dort saß. Und weiß ich deshalb auch nicht, wer bezahlt hat. Alex hat geschrieben, kannst du kurz telefonieren? Bin on stream und muss was wegen Steak Skandal wissen. Nur schnell. Alexa. Ah, Nico ruft gerade an. Ey, Nico? Ja? Wer saß neben Alexa? Neben Alexa? Ja? Nein, links daneben. Also rechts daneben quasi. Links neben Alexa? Ja, also rechts, wenn die, der ach, Raum. Ah, ja. Da saß, glaub, niemand. Okay, ich rufe sie auch nochmal an. Danke dir. Okay, alles klar. Ciao. Okay, Chat. Ich frage jetzt Alexa. Vielleicht ist da nämlich gar keiner gesessen, weil ich glaube nämlich auch, dass da keiner war. Hallo Alexa. Hi, was gibt's? Wir müssen es jetzt lösen. Wer saß rechts neben dir im Restaurant? Keiner, oder? Rechts neben mir? Ja, links neben dir saß Nico und rechts neben dir saß keiner, ne? Nee, da saß niemand. Okay, weil in meinem Video war da nämlich auch keiner. Du warst ganz an der Ecke quasi vom Tisch, ne? Ja, genau. Okay, danke dir. Ciao. Okay, ciao. Okay, Chat. Das heißt, wir können hier das hier schon mal rausstreichen. So, Niki hat ein Steak. Wir gucken weiter. Es gibt noch mal ein Update. Schick mir mal bitte den Clip von Novas Video. Ein großes Update und jetzt wird's spannend. Es sind einige Dinge passiert. Wir haben es jetzt hier 12.55 Uhr. In einer Stunde geht dieses Video online. Ich habe ja vorher schon gesagt, Phil und Nico Pilger hat Spendi gedeckt. Die haben bezahlt. Sind ready. Komm jetzt mal jetzt hier. Ich komme jetzt, Sascha. Nova getweetet. Gib mir noch 2 Minuten, Sascha, bitte. Wer von euch hat das gratis Steak reingezogen? Das heißt, ich gehe davon aus, Nova hat bezahlt und ihre Begleitung. Ich komme jetzt sofort, oder? Dann habe ich noch mitbekommen, dass ich... Also Skyline, ich glaube, wir können das Ganze nochmal abrappen so. Abgehauen. Der hat nicht bezahlt. Niki hat nicht bezahlt. Geil, dass es gesagt hat. Genau. Nova hat bezahlt, Nico Pilger, Phil haben auch bezahlt. Ich glaube, der Wirt ist ein Steak hier und hier unten die 4 Leute auch. So. Bei Tom und Yannick aus Rabona weiß ich nicht. Der Imposter-Tisch, Eli-Vlog. Warte, Chat. 13:11. We go Eligella. Why are you with me? Da, nein. Ja, nimm. Man kann einschenken, Sascha. In die Jahre. Ihr müsst sie ja kennen. War ein 6er-Tisch, meine ich auch. Ihr könnt ja nicht nach langsam euch sesshaft machen. Ich bin schon ruhig geworden. Also bei mir geht schon in die richtige Richtung. Wie ruhig? Du bist nicht ruhig. Ich bin seit 2 Jahren ruhig. Da kann das nicht. 13:33. Da ist der Imposter-Table-Chat. Das ist der Imposter-Table. Und ich meine auch, da saßen mehr Personen. Wobei, es kann vom Platz her nur ein 4er-Tisch gewesen sein, weil der so groß war wie unser. Es ist nicht Monte-Chat, nein. Also, Niki 1, die 4. Was mit Amar ist, weiß ich nicht. 4 vielleicht, maybe. Dann sind 7. Und ob jetzt Tom und Yannick nicht bezahlt haben, krass. Was für ein Krimi-Chat, wirklich. Insane. Aber good Video, Adi Totoro. Ich weiß nicht, wer das war. Da müsste man Amar mal fragen. Aber interessant, wirklich. Also, nein, Adi Totoro hat bezahlt. Das ist klar. Ruf Amar an.
fahren, wenn Eli bezahlt hat 500, gerade viel, oder? Ja, aber, also, ich weiß auch nicht. Ich kann's wirklich nicht genau sagen. Ich glaube, wir haben den potenziellen Imposter-Tisch herausgefunden. Aber ob's der auch wirklich ist, ich weiß es nicht, Chat, ich weiß nicht. Aber zumindest ist das so die einzige offene Stelle, wo man sagen könnte, alright, okay, könnte maybe sussy sein. So, wisst ihr, was ich meine? Könnte maybe sussy sein. Ich glaube, wir haben's gelöst. Also, ob die jetzt auch wirklich die sind, keine Ahnung. Weil ja, war von Eli gedeckt, das ist klar. Der Fall lüftet sich, Chat. Der Fall lüftet sich. Ob es auch die wirklich gewesen sind. So, nochmal ganz kurz. Rumatra hat seine Rechnung nicht bezahlt und Krokoboss, ne? Chat, ihr könnt alle mal Krokoboss canceln auf Twitter. Der hat sein Steak nicht bezahlt, ja? Krokoboss kommt. Ja, weil ich auch da war, oder? Du Vollidiot. Nein, du warst nicht da, aber trotzdem hast du nicht bezahlt. Du warst ja nicht da. Hast nicht bezahlt. Ja, stimmt auch. Weil ja, ich gut. Aber auch gar kein Steak gegessen, oder? Ne? Alles klar. Ich habe den Fall gerade gelöst bei mir. Und wenn Eli das klären will, müssen wir es im Ring machen, leider. Hä? Wer redet da gerade so leise und so schwach? Wer ist das? Ist das Rumatra? Ah ja. Er will nicht mit dir reden, verstehst du das, Revi? Nee, klar. Ja.